So, dann gucken wir doch mal. Also ich brauche sehr, 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 sehr viele Fließbänder und Strommasten. Und die rosa Ärmchen sehen hier echt abgefahren aus. Aber gut. Mauern wollte ich noch bauen nebenbei. Und ich breche mal ganz kurz die Dinger hier ab. So. Dann klaue ich mir unten die roten Chips, damit ich eine halbe Stunde lang die roten Chips manuell herstelle. Und die stauen sich schon da unten. Gudi, gudi, gudi. So, Speedmodule 2 sind fertig. Davon sollte ich auch gleich ein paar bauen, vor allem für die rote Tränkefabrik und für irgend so eine Ölverarbeitung oben. Wenn ich denn dran denke. Laser-Turrets wollten wir nicht erforschen. Schussgeschwindigkeit und Schaden. Das sollte weiter oben auf unserer Liste stehen, oder? Was haben wir hier? Oh. Ohohoho. 150 lila Dinger. Kann ich die lila Dinger inzwischen bauen? Nein. Was brauche ich, um die lila Dinger zu bauen? Nein, 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 nein. 300. Ah, das ist eklig. Power-Armor 2, ja, erlaubt. Power-Armor MK2. Power, ja, nee. Wo ist die Power-Armor MK1? Ach, da. Die könnten wir auch demnächst bauen, theoretisch. Ja, rote Engines, blaue Chips, das ist schon mal so ein K.O.-Ding. Also ja, das wäre relativ wichtig, das hier zu bauen und wir die Tränke bekommen. Weil die Piercing-Munition ist einfach nur geil. Damit haben wir die Spawner mit, glaube ich, zwei, drei Schüssen in der letzten Welt zerstört. Das ist irre praktisch. Ein Auto wäre schick. Also nicht, um wirklich damit rumzufahren, sondern nur, um dann das bessere Auto bauen zu können, das gepanzerte. Weil ich bin schon ziemlich gespannt, wie das ist. Ob ich damit mal einfach so durch den Wald durchholzen kann oder nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Aber es wird ein wenig mehr Fehler verzeihen als dieser kleine Strandkarren da. Na. Schnellere Fabriken. Das wäre auch sehr wichtig eigentlich. Also ich schwank zwischen schnelleren Fabriken, was kurzfristig mehr Pep bringen würde, oder Alien-Technologie, was langfristig gut wäre für lila Science Packs. Ja. Vor allem bekommen wir dadurch dann stärkere Waffen und können dadurch wieder schneller Alien-Artefakte bekommen, um wieder mehr Science Packs zu bekommen. Also das macht schon Sinn. Oh ja, und Turmschaden. Aber ich weiß immer noch nicht, wie stark die Türme sind. Also würde ich da ungern Ressourcen investieren, wenn die jetzt alles zuschrotten. Was recht unwahrscheinlich ist, aber. Und die Ärmchen wären toll für mehr Friemel-Bastelarbeit. Aber ich nehme die besseren Fabriken. Komm. 100, 100, 100. Achso, ich wollte kurz die Chips nehmen. Ja, komm, 41 Stück. Her damit. Die alle her damit. Ja. Und Fließbänder. Fließbänder soll ich auch. Oh. Fließbänder? Also die hatte ich gerade erst geklaut, ne? Ja. Warum werden die nicht instant super toll nachproduziert? Weil ihr Eisen wählt. Weil kein Eisen unten ankommt. Da hinten müsste es eigentlich ankommen. Wird aber zu Stahl eingeschmolzen, weil ich auch Stahl gezockt habe. Muss ich die jetzt selber im Inventar herstellen? So richtig oldschool-mäßig, das will ich aber nicht. Zumal wir dafür nicht genug Eisen haben. Ich soll jetzt die Schmelzöfen mal ganz kurz hier aus. Aus. Keine Schmelzöfen mehr für Stahl. Wir haben, glaube ich, genug vorrätig für etwaige andere Sachen. Kommt jetzt Eisen durch oder ist Eisen völlig tot? Ich guck mal ganz kurz da runter. Ah, die haben keinen Strom. Das ist natürlich ein verständliches Problem. Denke ich immer die ganzen Brennstoffzellen hier. Swush, 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 swush. So. Rennen. Rennen. Und ja, ich könnte die auch alle jetzt auf elektronisch umstellen. Aber so ein 50er Block reicht eigentlich eine ganze Weile. Ja, sieht doch viel besser aus. Sehr schön. Also, her damit.
Das heißt, unser Trip oben die Eisenerzanlage anzubauen wird sich ein wenig verzögern. Solange bis halt die Fließbänder da sind. Wie schaut's aus mit denen hier? Genau, die kann ich schon mal bauen. Davon hätte ich gerne 50 Stück. Hätte ich gerne nach und nach alle hier ersetzt und dann oben das Netz auch weiter ausgebaut. So. Wobei das hier nicht wirklich wichtig ist. Das ist nur so ein optisches Ding gerade. Wichtig ist es oben in Richtung neue Erzfabrik, Erzanlage. Alles okay, alles okay. Türme sind da. Jo, okay, weiter. Mining Drills haben wir schon. Wir können noch mehr Mauern bauen. Und dann kurz unten ein Loch stopfen. Ja, 19 Lasertürme, sehr schön. Aber was wollte ich eigentlich bauen? Genau, die Schmelzanlagen. Da fehlt mir jetzt nur das Stein für, weil ich die Mauern baue. Aufhören, 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 aufhören. So, baue 6 davon bitte. Und dich ziehen wir einmal hier rüber. Und da gehört jetzt noch eine Mauer hin, nur wo? 1, 2, hier hin, ne? Genau, es war nur 2 Abstand da. Und da ist dann der dritte. Gut, also einmal hier noch rüber. Auch wenn das, ne, nicht ganz so wichtig ist, wie eigentlich oben die Lücke zuschließen. Aber ich bin gerade nicht oben, sondern unten. Macht Sinn. So. Die könnten wir eigentlich wieder wegwerfen. Seine Kiste schmeißen. Das Holz sowieso. Was machen wir eigentlich mit dem Holz? Fällt mir gerade mal so ein. Also wir haben es nirgendwo automatisiert, weil es nicht wirklich was dafür gibt. Es gab das Holzwerkzeug am Anfang. Und ich glaube, es gab so eine Holzdekoplatten. Oh, die sehe ich gerade gar nicht. Oh, und wir wollten das Zweierding hier bauen. Wir brauchen mehr Stahl. Gib mir bitte 200 Stahl. Dankeschön. Wo sind unsere Entrümpelkisten? Die waren hier irgendwo da. Bitteschön Holz. Bitteschön alter Strommast. Oh, alte Steam Engines. Ein paar Steine, bisschen Erz. Schaut gut aus. So, gleich noch 2 davon. Wow. Ja, das ist auch so eine Sache, die wir bald anfangen sollten. Also bald es alles erforscht ist. Alle Module, die es gibt. Also blau, also die Vanilla-Module, die es gibt. Muss ich, ne, spezifizieren. Durch die Hightech gibt es hier doch recht viele neue. Also ich meine erstmal die Vanilla-Module. Für alle Tech 1-Module eine Fabrik bauen, was problematisch werden könnte, weil die brauchen ebenfalls Eisen, Kupfer und grüne Chips. Also theoretisch wieder hier in der Linie, die Linie, die nie genug Eisen, Kupfer hat. Oder hier. Weil guck euch das mal an, hier staut sich das schon alles und hier ist mal alles weg. Also ich sollte echt ein paar Sachen auslagern. Zweite Chipfabrik vielleicht. Also die hier auf die Seite bringen. Spricht da irgendwas gegen? Nicht wirklich. Kupferdraht ist eh in der Mitte. Ja komm, das mache ich mal. Ist jetzt nur eine Kleinigkeit und ist vielleicht nicht super notwendig. Aber ich hätte das echt ganz gerne, dass... Ah, hier kann ich sie nicht hinbauen. Oh, warte. Das war jetzt wieder doof. Wie kriegen wir jetzt die grünen Chips, wenn wir die Fabrik irgendwo anders hinsetzen, in die Kiste da rein, damit es sich stauen kann? Gar nicht, ja? Boah, wir haben eine zweite Kiste, was soll's. Also, du da, du da. Du nimmst dir bitte Eisenplatten, du nimmst dir bitte... Ja, brauchen lange Ärmchen. Lange Ärmchen, normale lange Ärmchen. Nimmst du bitte Draht und Draht und Draht? Nee, 2 müssen reichen. Und du stellst bitte her grüne Chips. Die langen Ärmchen kommen sowas von nicht hinterher, aber wir müssten ja später durch die Dietech-Ärmchen auch lange, schnelle Ärmchen bekommen. Das passt dann schon. Und du
Leg's bitte hier. Die hinten, genau. Wir machen einfach jetzt da noch eine... Okay, wir müssen... Das ist doch doof. Wir haben es mit dem Stahl gemacht. Wir haben den Stahl. Ich könnte den... Ach, warte mal, ich kann die Untergrunddinger benutzen. Vielleicht kommen die ja weiter. Setz dich mal dahin. Oh, sehr schön. Da? Oh, das wird jetzt interessant. Ich hätte das niemals machen sollen mit der Fabrik. So, hör auf. Hör auf zu. Okay, also. Grüne Chips kommen von da nach da. Auf ein Fließband. Bis da. Kommen dann in eine Eisenkiste. Und danach da. Können wir dich nochmal wegnehmen und noch einen weiter runter? Nein, genau das geht nicht. Genau das, was ich bräuchte, geht nicht. Warum auch? Das wird zu praktisch. Okay, anders. Dich noch ein Feld hoch. Dich mit dir tauschen. Du holst das dahin. Du legst das dahin. Du legst das dahin. Du nimmst das von oben, tust das nicht dahin, sondern dahin. Und dann mach das Ganze einen Knick und geh wieder rauf. Ja, das geht. Okay. Was für ein Heckmeck immer mit so einem Zeug. Eine Klitzekleinigkeit mal ganz kurz da in der Fabrik umstellen. Ja, ja, du mich auch. Leg das da wieder rauf. So, jetzt sollte es genau das machen, was es tut, richtig? Stahl. Ich nehme das Stahl hier mal kurz weg, um zu gucken, was ordentlich durchfließt. Ja, tut's. Also, Stahl fließt durch, Chips werden eingelagert, haben jetzt zwei Pufferkisten. Das heißt, die Kiste, da wird sie zuerst füllen und danach die. Also es wird sich nie füllen. Das ist mir jetzt schon klar, aber theoretisch könnte es sich füllen. Und hier kommen die da wieder rauf und die sind wieder auf den richtigen Fließbändern und alles ist gut. Okay. Weg hier. Weg hier, bevor ich wieder irgendwas kaputt mache. Das da einsammeln. Oh, Fließbänder, sehr schön. Ja, bei Fließbändern sollten wir es übrigens eigentlich auch so machen mit einer Pufferkiste. Aber wenn ich das mache, dann haben wir noch weniger Eisen. Und dafür dann irgendwann 30 Millionen Fließbänder, die wir gar nicht mehr brauchen. Also ja, wir haben momentan recht hohen Verbrauch an den Fließbändern. Aber das auch nur, weil wir oben die Eisenmine anschließen wollen. Und noch irgendwas. Das da wollen wir eventuell noch umbauen. Wobei ich mir das mal genau angucken muss. Theoretisch, ich hau mal die beiden hier kurz weg. Die da weg. Die hier auch alle weg. Das ist eh absoluter Overkill. So. Schmelzöfen. 1, 2. Wir müssen es ja eigentlich nur hinbekommen. So, und ihr müsst weiter nach oben. So. Ja, das Ding. Könntest hier schon einen Knick machen und darauf gehen, hätten wir hier theoretisch Platz. Aber du darfst nicht auf so ein Untergrundding was rauflegen, oder? Ich teste. Ich schmeiß mal bei dir jetzt ein bisschen Kupfer rein. Darfst du das jetzt da reinlegen? Achso, ein Ausgang wäre nicht schlechter. Ja, kleinen Moment. Da. Doch, das geht. Okay. Ja, dann sparen wir uns schon mal hier ein Fließband lang zu legen, was Ressourcen braucht und Zeit und doof aussehen würde. Guti. Baum weg. Rubber Resin. Ja, davon haben wir eigentlich schon genug. So, das obere war jetzt für Kupfer und das untere für Eisen.
Das heißt, wir sollten erstmal das Eisending holen. Achso, und die jetzt hier oben auch anschließen. Nimm, 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 nimm. Nimm, nimm. Die alten weg. Was macht die Kiste da? Komm mal mit. So. So, so. Du da, du da, du da. Ja, die hinteren zwei, drei werden niemals arbeiten. Jedenfalls nicht so schnell. So, und ihr nehmt jetzt bitte nur noch. Die müssen alle umgetauscht werden. Alles weg, 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 weg. Ihr nehmt bitte nur von innen und tut nach innen.